Red Send Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp und F von der Philipp und F. Und warum sage ich der Philipp und F statt Red Send Zone? Ja, die Sache ist die, ich habe einen Zweitkanal. Yay! Und der nennt sich der Philipp und F, war ja klar. Und so sieht er aus. Und das soll das Comedy-Pendant zu meinem Red Send Zone Hauptkanal darstellen. Der ist auch, ich garantiere es euch 100%, immer der Kanal sein wird, wo ich mich am meisten drauf fixiere. Ja, ihr braucht keine Angst zu haben, dass der Philipp mit F jetzt Red Send Zone die Show stiehlt. Und ja, was kommt auf diesem Kanal? Wie gesagt, das wird das Comedy-Pendant zu meinem Red Send Zone Kanal sein. Und dort kommen witzige Fails aus meinen Videos rein. Witzige Ausschnitte und witzige Momente halt aus meinem Leben. Damit ihr auch mal seht, der Philipp mit F ist kein perfekter Mensch, ja. Ja, sogar ich mache Fehler, ja. Na, ja, Spaß beiseite. Das wird jedenfalls das witzige Comedy-Pendant zu meinem Hauptkanal sein. Aber das Witzige schon mal daran ist, der existiert schon seit über einem Jahr, ne? Seit dem 20.05.2010, genauer gesagt. Und warum habe ich den erst jetzt eröffnet, sage ich jetzt mal, wieder aufgegriffen? Die Sache war die, es gab ein kleines bescheidenes Kind namens Bio1229. Den Realnamen nenne ich aus Privatsphäregründen nicht. Denn ich wette, dass dieser kleine Hater mich deswegen melden wird und ich habe wirklich Angst um meinen Kanal deswegen. Aber dieser kleine Hater, ich nenne ihn einfach mal Max Geier, hat immer Hater-Kommentare und mich wirklich persönlich beleidigt damals. Und das war vor einem Jahr, ich weiß, da war ich jünger, da war ich noch 13 Jahre alt. Und da hat er geschrieben, Philipp, du schwaches Kind. Bei dir ist die Zahnspange schon lange fällig. Philipp, du Schwächling, ja, wiederholt sich, schreibt alles in einzelne Kommentare. Und dieses bescheidene Kind war auch einer der Anlässe dazu, weswegen ich diesen Kanal gelöscht habe, ihn jetzt aber wieder aufgegriffen habe und damit auch die Message an euch sende, bitte macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe, lasst euch von einzelnen kleinen Hatern im Real Life oder auf YouTube nicht unterkriegen, zieht das Ding durch, das ihr durchziehen wollt. Und seid ein lasst euch nicht von anderen Leuten beeinflussen, okay? Wenn jetzt Bill Gates zu euch kommt und sagt, hey, dein Kanal ist scheiße, würde ich mir schon mal überlegen, ob ich ihn schließen würde, aber das ist bei den vielen Leuten nicht der Fall. Und deswegen habe ich ihn wieder aufgegriffen. Und ihr solltet euch wirklich nicht unterkriegen lassen von solchen kleinen Ärmeln. Und ja, wie gesagt, das Comedy-Pendant zu meinem Kanal und ich sage es euch, das ist auf jeden Fall ein Abo wert, denn dort werdet ihr euch in vielen Videos, hoffe ich zumindest, wegpissen oder zum jedenfalls mal schmunzeln, dass auch ich Fehler mache. Und es ist auf jeden Fall ein Abo wert. Schreibt Kommentare rein, wie findet ihr den Kanal? Schreibt es in die Kanalkommentare. Schreibt es in die Videokommentare. Und das war der Philipp mit F von der Philipp mit F. Und ich hoffe, dass es bald mal mehr als 3 Abonnenten werden. Und ja, das war der Philipp mit F von der Philipp mit F. Ciao, bis zum nächsten Zweitkanal-Video.